Ja, da geht auch ein bisschen was. Gucken, ob wir den noch richtig zentriert kriegen hier. Ja, damit willkommen zurück. Ein kleiner weiterer Relock hier, Trainingsflug. Sonnenstand 30 Grad. Oktober haben wir es mittlerweile. Ja, und da wartet man besser, bis es nachmittags wird. Sonne ist jetzt gerade am Zenit. Weil gerade hier im Flachland ohne Hang, ohne Hilfe, da braucht die Thermik ein bisschen, ehe sie sich entwickelt hat. MSL, also irgendwas 250 über Grund, Nullschieber. Ansonsten sind die Bedingungen traumhaft. Weit unter durchschnittlicher Wind. Unten immer wieder lange Nullwindphasen. Und gestern hat es ordentlich geregnet. Das heißt, wir haben eine schöne Feuchte, eine schöne Labilität in der Luft. Und das ist ein kleines Hoch, was jetzt hier gerade ist. Nicht lange. Heute Abend ist es schon wieder vorbei. Aber für jetzt ist es da. Und das sorgt für diesen schönen Flug hier gerade. Und das wird wohl die Wolke über mir sein, die hier schön anfängt zu ziehen. Müssen wir es nur gescheit zentrieren und halten. Sieht aber jetzt erstmal nicht schlecht aus, was ich hier mache. Höhenmeter haben wir jetzt schon. Und es wird besser. Nee, so rum ist keine gute Idee. Wir bleiben auf der Seite. Wahrscheinlich Downwind, oder? Zu wenig vorgefühlt. Nee. So, jetzt ist Suchen angesagt. Irgendwo muss der Kern sein. Ich habe ihn verloren. Ja. Hier bleiben wir. Okay, mittlerweile sind wir bei 500. MSL. Alles mitnehmen. Da hinten wird es auf jeden Fall besser werden. Nicht zu voreilig, war zu weit. Schwierig, es schwächelt extrem. Ich bräuchte wieder einen Kern. Genau, vom Wolkenbild hätte ich jetzt nämlich gesagt, das müsste weiter hier drüben sein. Aber auch nicht so richtig. Über mir entsteht gerade was. Weiter parken, auf der Lauer legen. Trotz des schwachen Windes, durch dieses schwache Steigen, auf jeden Fall ein Downwind-Tag. Alles andere kriegst du keine Airtime mehr am Flachland jetzt.
Dann müsste es einen kompletten Nullwindtag geben und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, was machen wir? Ich würde sagen, weiter Downwind, weiter hinten geht es ja meistens immer. Ist doch mal ein Gasgriff hingerutscht hier. Gucken wir mal, was der Hausbart sagt. Theoretisch sieht es ja da besser aus, ne, von den Wolken her. Aber hier ist er ja sonst immer. Deswegen will ich es trotzdem einmal probieren. So, just in time die Musik angemacht. Ah, ich habe mein Varia noch ein bisschen zu leise vom Schäferstuhl. So, Leute, da wir hier keinen Kern gefunden haben und das Steigen insgesamt zu schwach war, haben wir doch einfach den Nullschieber ausgenutzt und sind schön konstant mit Halbgas gemütlich 2 Meter gestiegen. Super, wir hatten kein Eigensinken mehr, konnten das schön mit nutzen. Jetzt haben wir einmal quasi mit Hilfe des Motors Basis gemacht, wenn wir es anders nicht geschafft haben, weil es zu wenig steigt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier wenigstens ein bisschen aufhalten können. Temperatur ist okay, Fingerspitzen sind ein bisschen kalt. Geil. Ein Traum. An diesen Herbsthang ist man muss halt wirklich mit Feingefühl fliegen und man fliegt halt komplett selbst, man ist komplett Herr der Lage. Bei diesen knaller Sommertagen, da wirst du mehr geflogen von der Luft als alles andere. Ich sage immer, da gewinnt immer der mit den dicksten Eiern, aber nicht der mit dem Fingerspitzengefühl. Und ich mag immer diese Flüge mit Fingerspitzengefühl. Das Ding. Na also. Ich muss auch den hier hinterklemmen, dass ich das schön sehe. Perfekt.
machen langsam wieder Höhe. Cool, ey. Das ist eine herrliche Aussicht und eine geile Atmosphäre jetzt hier. Ja, man sieht, es ist doch ganz gut Wind, ne? Der Rauch, 90 Grad da hinten. Na gut, meine Updrift ist gar nicht so wenig. Ich bin ja schon ziemlich weit geflogen jetzt sogar. Ohne wirklich zu gleiten. Ein bisschen hier gucken, da sieht die Basis dunkler aus. Das ist geil. Kompletter Nullschieber gerade. Ist genau null. Wir machen mal einen Abstecher. Oder? Unter den Wolken langhangeln, die sanft ziehen. So, Wunderbüttel. Aber es ist kaum Herbstfärbung, ne? Die Eichen sind noch schön grün, alle. Das geht jetzt erst los. Wir haben jetzt zweimal Herbst. Einmal in Skandinavien und jetzt nochmal hier. Sehr geil. So, mal schauen. Müsste ja eigentlich mit Windversatz hier so kommen. Nichts Richtiges. Löst sich schon auf. Das letzte bisschen Atmen der Wolke nur noch. Schade. Wieder zu langsam. Okay, wir müssen ein bisschen helfen, sonst haben wir gleich zu wenig Höhe. Und dann brauchen wir so viel Energie, um hochzukommen. Das ist dann nicht so taktisch clever. Schade, bis zu der hätte es halt genau noch gereicht, ne? Die nächste ist schon zu weit, leider. Hat sie sich einfach heimlich aufgelöst auf dem Weg dahin, wie immer. Na komm. 12 Sekunden später. Ja. Alles besser als normales Sinken, ja, aber leider kein Steigen. Oh. Tod auf Raten hier. Irgendwann später. Das ist ganz cool, die Basis ist um knapp 100 Meter angestiegen. Jetzt bin ich 20. Also außerhalb der Wolken brauchst du es nicht probieren heute. Da ist das Steigen zu schwach. Und hier ist halt exakt Nullschieber, ne? Sehr, sehr cool.
Wo könnte es noch besser steigen? Hier so. Das hat was von Hangshorn, ey. Nur, dass der Hang mit dem Wind treibt und man eine bessere Aussicht hat. Und wir wissen ja, bei schwachen Bedingungen immer im stärksten Steigen drehen. Wenigstens ein Nuller. Fährst du halt gerade los? Ah, Suchkreis. Okay, ich steige. Nice. Ist ja cool. Das ist eine Überraschung. Hey, schon wieder über 700. Cool. Oh, die Hände bewege ich gar nicht mehr. Die sind arretiert. Genießen wir mal echt den Moment jetzt noch. Wunderbar. Bisschen typen. Hey, wir sind bei 800. Oktoberthermik, Baby! Yee-hee. Das ist eine geile Sicht. Ich liebe diesen Südwind in dieser Jahreszeit jetzt. Das ist so dunstig zu diesen Wolken und alles. Oh, es ist ja herrlich, ey. Das als Mensch zu erleben hier, genau sowas hier. Unglaublich, das ist halt immer was Magisches irgendwie. Hier im Flachen. Weit und breit der Einzige. Traurigerweise. Gibt's doch gar nicht, ey. In solchen Momenten. Na gut, mehr als teilen und zeigen kann man's nicht. Der Rest müssen die Leute selber machen.
Wir bauen immer noch ganz, ganz langsam Höhe auf. Ja, wo ist er? Ach, da. Da fährt er dahin mit seinem Auto, siehst du. Auch nicht schlecht. Starkes Sinken hier gerade. Es ist immer tödlich. Viel sinken und in den Wind rein. Aber ich will jetzt nicht zu weit von zu Hause wegkommen. Vielleicht kriegen wir aber auch das Steigen mit, was dieses Sinken verursacht. Hier kommt ein bisschen was, aber es reicht noch nicht. Ja, das war ganz witzig. Ich hatte genau den richtigen Riecher. Und auf einmal war ein Segelflugzeug da. Allerdings konnte der mit seinen Gleiten schön effektiv unter der Wolke lang, hatte viel Höhe noch und ist dann weitergeflogen. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen, weil er in die Sonne rein ist. Ach, da hinten dreht er jetzt. Alles klar. Er hat gleich den nächsten Bart genommen, den hier übersprungen. Aber dann für mich interessanter war nochmal ein Milan zu sehen. Der hat mir das Ding jetzt hier auch noch mal mit angezeigt. Geil, ne? Wie nah der dran ist. Unglaublich, dieses Tier. Ist das geil, was ein Geschenk heute. Das ist interessant, wenn man es echt sauber zentriert, steigt man fast ähnlich gut wie die. Aber die haben halt einen irre Gleitbereich, ne? Also wirklich so viel Speed und Gleitzahl. Ich werde mal Downwind hier reingehen, in der Hoffnung, dass noch was nachkommt. Nicht Downwind, sondern in den Wind rein. Weil das ist eine Quelle da vorne mit dem, ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwas mit Lebensmitteln auf jeden Fall. In den Wind rein habe ich keine Chance, Leute, ihr seht es. Oh Mann. Aber an solch schwachen Tagen ein Segelflugzeug in der Luft zu sehen, das ist halt heftig, ne? Ich glaube, das ist das erste Mal. Ich frage mich, was der für ein Bart hatte, dass der hier aufdrehen konnte. Oder der hat einen Flugzeugschlepp gemacht und hat sich wirklich als Basis aussetzen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall krass.
Alles klar, Leute. So, war ein schöner kleiner XC-Flug hier. Ging nur Downwind. In Wind rein, war auf jeden Fall schnell vorbei, aber ist cool. Highlight echt das eine schöne Steigen, das Gleiten unter den Wolken und jetzt auch noch heute im Milan. Sehr geil, ey. Aufzeichnung beenden, jupp.